So, und jetzt für alle, die noch da sind, gibt es noch ein paar Informationen zu Electronic Reporting, für was man das benutzen kann. Ja, und wie man das in Dynamics 365 mit der Power Plattform integrieren kann. Gut, das bin ich hier, Ludwig. Und wer eine Frage hat, kann mir eine E-Mail schicken. Und was wir jetzt so vielleicht in den nächsten, ich hoffe 30 Minuten, vielleicht 40 Minuten maximal durchgehen möchten, ist, ich möchte euch kurz zeigen, wie man Projekt, ja, WBS, Projektplanungen importieren kann. Dann, wie man eine Rechnungsarbeitsliste erstellen kann. Ich erkläre dann noch, was das ist. Und dann geht es noch darum, wie man Dokumentenanhänge an ja, automatisch aus dem System generieren kann mit dem Electronic Reporting. Und dann noch eine kurze Zusammenfassung. Genau, ganz zum Schluss gebe ich noch kurz bekannt, wer das Lego gewonnen hat. So lange müsst ihr noch durchhalten. Gut, also fangen wir erstmal an. Ein kleiner Überblick. Was ist Electronic Reporting und für was braucht man das alles? Gut, es gibt da im Dynamics 365 einen Electronic Reporting Workspace. Den habe ich jetzt hier mal auf einer Folie aufgezeichnet. Und dort gibt es verschiedene Einstellungen. Die gehen wir nachher auch später mal durch. Wichtig ist für uns im Prinzip das, was unter Reporting Configurations unter dieser Kachel da steht, links oben. Ja. Denn dahinter verbergen sich die ganzen Funktionalitäten, eigentlich das ganze Herzstück des ganzen Modul oder Modulbereichs. Ja. Und was man mit diesem Electronic Reporting machen kann, ist typischerweise so Sachen wie eine EU Sales List. Auf Deutsch wäre das die zusammenfassende Meldung. Man kann das German Audit File, also den GDPDU-Datenexport damit realisieren. Man hat Zahlungsformate hinterlegt, kann die auch selbst anpassen. Also das ist für eine ganze Menge an Lokalisierungen gedacht. Ja, die man früher, wenn es mal nicht so gepasst hat, entweder anpassen musste oder einen Entwickler bitten musste, dass man halt irgendwie zum Beispiel ein anderes Zahlungsformat für eine bestimmte Bank bekommen hat. Ja? Und die Idee von diesem Electronic Workspace ist jetzt einfach, dass das ein Endnutzer, beziehungsweise sagen wir mal ein Super-User, das selbst machen kann. Ja, dafür ist das, was ihr in diesen verschiedenen Knoten immer seht, das sind eigentlich in der Regel immer drei Elemente. Manchmal sieht man das nicht so offensichtlich, ja, aber ich habe das mal versucht hier aufzuschreiben. Und zwar diese elektronischen Berichte, die bestehen immer aus einem Model Mapping und einem Ausgabeformat. Gut, und das kann man natürlich auch, jetzt sage ich mal, nicht nur für eine zusammenfassende Meldung benutzen, sondern man kann auch andere Sachen damit machen, nämlich Daten importieren oder exportieren. Und ein erstes Beispiel dafür ist jetzt unsere Work Breakdown Structure, diese Projektplanung. Und der Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass man häufig in Projekten arbeitet, wo man von extern irgendwie einen Projektplan vorgegeben kriegt. Also ein Kunde schickt uns irgendeine Liste, entweder als Excel-File, als Text-File, als XML. Und sagt, okay, das ist jetzt meine Struktur, so möchte ich jetzt da ja dann später auch die Abrechnung sehen. Ja, das schickt er uns zu und wir müssen das irgendwie in Dynamics dann reinkriegen und genauso arbeiten und ihm dann genauso auch die Rechnung schicken. Ja. So, und wer sich mit dem Projektmodul ein bisschen auskennt, der weiß, okay, es gibt so eine Work Breakdown Structure Maske. Die ist zweigeteilt im Prinzip. Auf der linken Seite habe ich das mal aufgelistet. Da haben wir ja im Prinzip die Stunden in die einzelnen Aktivitäten. Auf der rechten Seite sieht man noch so eine Unter- oder Detailmaske mit den Kosten dabei. Ja. Gut, und jetzt ist das im Standard so, dass man über die Standardentitäten nur diese erste Maske befüllen kann. Ja, das heißt, ich kann im Prinzip Stunden hochladen über die Standardentität, aber mehr nicht. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich hergehe und sage, okay,
Ich bitte einen schlauen Entwickler, mir eine neue Entität zu bauen, ja, oder die bestehende zu erweitern, damit ich Nebenstunden auch Ausgaben, Artikeltransaktionen, Gebühren und so weiter hochladen kann. Die Alternative ist, wenn man jetzt mal keinen Entwickler da hat, ja, dass man sich einen Electronic Report baut. Ja, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie das funktioniert. Und das mache ich jetzt vielleicht mal direkt im System. Es ist ein bisschen einfacher, als über diese Folien zu gehen. So, und da versuche ich jetzt meinen Bildschirm hier zu teilen und ein bisschen größer zu machen. Ich habe immer ein bisschen Probleme. So, aber jetzt geht es hoffentlich. So, und wo wir anfangen, ist im Prinzip hier in diesem Workspace, wo man auch ja, Bank Statements, die zusammenfassende Meldung und so weiter sehen kann. Was ich jetzt hier machen möchte, ist Folgendes. Und zwar habe ich hier, das habe ich mir selbst gebaut, ein Project WBS Import. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Im Prinzip ist das recht einfach. Im ersten Modellknoten, das ist Modell, da gebe ich im Prinzip die Felder an, die ich importieren mag. Ja? Und wir haben vorhin schon gesehen, es gibt eine Hauptmaske, es gibt eine Detailmaske. Und das habe ich genauso gruppiert. Das heißt, in die Hauptmaske, da schreibe ich zum Beispiel die Task-ID, da schreibe ich den Namen, da schreibe ich, wie viele Stunden ich brauche, die Rolle vielleicht und so weiter. Ja? Und in die Subliste oder Detailliste, da kann ich dann sowas reinschreiben, ja, wie eine Beschreibung, wie eine Menge, wie ein Kostpreis und so weiter. Also im Prinzip gebe ich jetzt hier in diesem ersten Element, in diesem ersten Knoten hier, erstmal an, was will ich denn überhaupt importieren? Was will ich denn in das System reinbringen? Der zweite Knoten hier, der mit MM endet, das ist das Model Mapping. Da sage ich jetzt, okay, wie verhält sich das jetzt? Wie sind die Elemente miteinander verknüpft? Schauen wir uns das kurz an. Und zwar in diesem Designer habe ich jetzt ein Element hier, eine Zeile, die sagt To Destination. Das bedeutet, ich mag etwas importieren. Ja. Im Designer selbst muss ich dann jetzt sagen, ja, was magst du denn importieren und wie ist das Ganze miteinander verbunden? Das versuche ich jetzt mal ein bisschen zu verschieben. Ja. So, in der Mitte sehen wir unser Datenmodell mit den Hauptmaskenfeldern und den Submaskenfeldern. Ja, das habe ich jetzt mal einfach hier reingemacht. Ja. Das kann man hier über diese Funktion Data Model und dann Add. Das ist einfach nur ja, zwei Klicks. Auf der rechten Seite habe ich dann einmal eine Datenentität, die ich euch vorhin gezeigt habe. Die nennt sich Project WBS Draft Entity. Ja, die erfasst meine Stunden. Das ist die Hauptmaske im Prinzip. Und was ich hier mache, hier ist ein Beispiel. Ja, ich gehe jetzt einfach hier in mein Datenmodell und sage, okay, das Feld 1050, die Task-Category, die wird hier in dieser Entität mit diesem Feld verbunden. Das heißt, ich markiere die beiden, klicke oben auf Bind und dann weiß das System, okay, dieses Datenfeld, wenn das gefüllt wird, das muss hier reinfließen. Ne? Und im Prinzip funktioniert das genauso mit diesen Subelementen. Ja? Der Unterschied ist jetzt hier, dass ich keine Datenentität habe und deswegen muss ich auf eine Tabelle gehen. Ja? Diese Tabelle, das ist die PSA Activity Estimate Table. Ja, und hier mache ich im Prinzip das Gleiche. Also hier habe ich eine Project Category. Ja, und dann sieht man hier die verschiedenen Felder, wie die miteinander verknüpft sind. Hier gibt es eine Item Number, Line Property. Und hier ist zum Beispiel diese Category. Die werden so hervorgehoben. Dann sagt man Bind. Und damit hat man im Prinzip dieses Model Mapping gemacht. Das hört sich jetzt natürlich einfach an. Ist aber ein bisschen komplizierter, weil es gibt bestimmte Transaktionen oder bestimmte Felder, sage ich mal, die kann man nicht importieren. Ja, ich muss zum Beispiel hier so eine Activity Priority, das ist ein Enum, ja, das kann ich nicht einfach so importieren, sondern ich muss das hier über ein Mapping ja, zuordnen. Ja, aber das sind Details, das ist jetzt nicht so wichtig an der Stelle. Ja. Gut, also. Wir waren jetzt hier bei Punkt 1, das war das Modell, da haben wir ja gesagt, was wollen wir importieren. Der zweite Punkt ist jetzt, ja, wie mappt sich das Ganze, also wie ordnen wir die Felder, die wir importieren, unseren Zielentitäten quasi zu.
Und der dritte Punkt ist jetzt einfach das File, das ich nutze, um die Daten reinzubringen. Ja? Und hier habe ich einfach mal gewählt, dass wir ein Excel-File nehmen. Das könnte jetzt ein XML sein, das könnte ein CSV, das können alle Arten von Dokumenten sein. Und was wir jetzt hier machen, ist im Prinzip, man erstellt sich ein Template, also im Prinzip eine Excel-Liste, das sieht man hier. Ja, die Excel-Liste können wir später auch nochmal kurz anschauen. Die hat im Prinzip zwei Reiter, einen Hauptreiter und einen Subreiter und da sind genau die gleichen Felder drin, die wir vorher auch hatten. Ja. Und diese Felder, die nimmt man dann hier, Entschuldigung, auf einer zweiten Maske. Und zwar ist das ein bisschen versteckt. So, und zwar habe ich jetzt hier meine Excel-Felder, ja, und die ordne ich jetzt meinen Modellfeldern zu. Ja, das ist ein ziemlich langweiliger Job. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hierher, das ist das Excel-Feld, das ist das Modellfeld und das binde ich. Dann klicke ich auf das Hierarchy-Level-Feld, dann gehe ich dahin und binde das. Ja. Also es ist eine relativ stupide Aufgabe. Ja. Und jetzt vielleicht noch als kleiner Hinweis, wie schaut dieses Excel-Template aus? Das können wir mal aufmachen. Ja. Das ist jetzt eine ganz normale Excel-Tabelle. Ja. Also wichtig ist, dass das eine Tabelle ist. Das muss nämlich Electronic Reporting erkennen können. Und wenn man das ein bisschen zoomt, dann ist wichtig, dass die Felder entsprechend gemappt sind. Das heißt, jedes Feld hier muss so einen Namen haben. Und ich mache das immer so, dass ich die gleich benenne wie die Überschrift. Ja, und das Ganze kann man hier mit diesem Define Name oder diesem Name Manager definieren. Ja, das ist einfach der ganze Schlüssel dazu. Ja. Gut, und dann fehlt natürlich, wenn man das importieren will, dass man hier diese Tabellen füllt. Ja. Das mache ich jetzt hier nicht manuell, sondern das habe ich mir schon vorbereitet. Ja. Und dann, wenn wir mal sehen, wie das Ganze funktioniert, lege ich jetzt als erstes mal ein neues Projekt an und dann importieren wir einfach mal so eine Work Breakdown Structure. Dafür dupliziere ich jetzt das mal hier. Und jetzt gehen wir auf unsere Projektmaske. So, und dann lege ich mir ein neues Projekt an. Das nenne ich jetzt P1682, damit ich das hoffentlich auch wiederfinden kann. Ich mache hier einen neuen Projektvertrag und sage dann einfach, generiere das Projekt. So, und was ich mir jetzt merken muss an der Stelle ist diese Nummer. Die Work Breakdown Structure ist an der Stelle leer. Ja. So, und jetzt da geht es darum, okay, ich mag jetzt diese Work Breakdown Structure automatisiert füllen. Und eine Möglichkeit, ja, das ist eine manuelle Option, ist hier rüber zu gehen. Das heißt, ich klicke auf das Model Mapping. Dann habe ich hier diesen Link. Ja, ich könnte auch hier über den Designer gehen, dann öffnet sich die gleiche Maske. Ja, und hier kann ich dann diesen Import durchführen. Und ich habe das jetzt so gestaltet, dass ich sage, okay, hier muss jetzt ein Benutzer diese Projekt-ID eingeben und ich wähle dann das File aus. Und dieses File ist mein Template, allerdings mit Daten gefüllt. Das schauen wir gleich an. Das ist jetzt dieses hier. Das wird jetzt hier hochgeladen. Ich sage OK. Und dann sind wir fertig. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier in unser Projekt, in die Work Breakdown Structure. Und da können wir jetzt diese Ebenen aufklappen. Und da sieht man einfach, was jetzt hier importiert wurde, die einzelnen Aufgaben. Ja, und für die einzelnen Aufgaben wurden dann in der Detailmaske hier noch Stunden, Ausgaben, Artikel und noch ein paar andere Stunden importiert mit verschiedenen Preisen, die ich einfach in meinem Template angegeben habe. Ja. Dann könnte ich jetzt als nächstes hergehen und könnte sagen, okay, ich bin jetzt damit zufrieden. Schauen wir vielleicht nochmal die Kosten hier entsprechend an, die uns hier aufgelistet werden. Also das Ganze kostet uns knapp 14.000 Dollar jetzt in meinem Beispiel. Und wir fakturieren später an unseren Kunden knapp 25.000 Dollar. Ja. Jetzt könnte ich hier das noch erweitern, ja. Je nachdem, wie ich das brauche. Aber ich sage, ich bin jetzt zufrieden und sage dann Publish. Und mit Publish bekomme ich dann Auswertungsmasken, Tracking Views, wo ich dann die
aktuellen Kosten gegenüber den hier eingegebenen Kosten vergleichen kann. Gut, das machen wir jetzt an der Stelle nicht, ja, sondern was ich euch noch zeigen wollte, ist eine zweite Option. Und zwar, ich muss jetzt nicht unbedingt in diesen Electronic Workspace und hier reingehen und dann Run auswählen, sondern man kann das auch ein bisschen kombinieren. Und dafür habe ich ein kleines Beispiel. Das müsste ich jetzt mal aufmachen. Ich habe das gleich auf. Genau. Das ist ein zweites Import-Template. Das machen wir mal auf. Und auch das muss ich ein bisschen größer machen, damit man sieht, wie das hier funktioniert. Ja. Gut, also wir haben jetzt hier wieder zwei Reiter. Ein Hauptreiter, einen Subreiter. Und der Unterschied zum vorherigen Beispiel ist jetzt, dass ich jetzt den Import nicht manuell machen möchte, dass ich quasi nicht in den Electronic Workspace gehen möchte, sondern dass ich automatisiert die Daten hier reinspielen mag. Und dafür muss ich natürlich irgendwo eine Projektnummer eingeben. Und hier habe ich mal zwei Projekte angelegt. Das ist das Projekt 1680 und 1681. Dann mag ich jetzt diese Stunden importieren. Und gleichzeitig, machen wir das auch ein bisschen größer, noch diese Ausgaben, Artikel, Expenses und was ich sonst so noch habe. Das habe ich hier drin auch mal vorbereitet. Also wir importieren jetzt quasi für zwei Projekte diese verschiedenen Zeilen. Das Ganze könnten natürlich auch Projekte und Unterprojekte sein, mit verschiedenen Stufen, ja, wie man das auch immer haben mag. Wichtig an der Stelle ist einfach, dass wir nochmal kurz prüfen, dass hier nichts in der Work Breakdown Structure steht. Also das ist, wie gesagt, hier leer. Und das Ganze ist hoffentlich auch hier leer. Ich habe das nämlich vorhin schon mal ausprobiert. So, und der Import oder dieser automatische Import, der läuft jetzt über im Prinzip einen Batch-Job. Ja? Das heißt, was muss man dafür machen? Das schauen wir uns jetzt mal gleich an. Dafür habe ich nämlich eine Kopie im Prinzip erstellt von diesem Modell. Ja? Die habe ich jetzt 583 genannt. Und was man hier hat, merken wir uns mal diese Nummer. Ja, das ist jetzt mein Modell und was ich dafür brauche, damit ich das importieren kann, ist im Electronic Reporting hier eine Quelle anzugeben. Ja, das heißt, hier sage ich, okay, für dieses Modell importiere ich hier Sachen vom SharePoint. Und auf SharePoint habe ich hier verschiedene Ordner. Die beginnen alle mit 573. Ja, und dahinter liegt dann ein Batch-Job, der ja permanent in diesen Ordner schaut. In meinem Beispiel jetzt jede Minute, aber in der Realität wären das vielleicht alle 5 Minuten, alle 10 Minuten. Und der dann diesen Import macht. Ja. Das heißt, im Prinzip müsste jetzt jemand hergehen. Hier ist jetzt mein SharePoint. Ja, ich mache das auch noch ein bisschen größer, damit man das lesen kann. Und hier gibt es jetzt einfach diesen neuen Import-Ordner. Da ist jetzt nichts drin. Ja, da müsste man jetzt einfach dieses Template hochladen. Das war mir jetzt aber ein bisschen zu langweilig. Ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, wir sind ja hier jetzt in diesem Power Week. Da könnten wir auch so eine kleine App machen, die uns den Import in diesen Ordner macht. Ja, und das habe ich jetzt hier in meinem Dynamics-System einfach realisiert. Das heißt, ich habe hier so eine kleine Power-App gebaut. Die können wir mal öffnen. Und die macht im Prinzip was ganz Einfaches. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen Button. Da wähle ich im Prinzip mein Template aus, sage hier Open und klicke auf den Knopf. Und was dann passiert ist, es läuft ein Flow und der stellt dieses File jetzt genau in diesen Ordner. Und das scheint, ja, hier ist es. Da ist es jetzt hochgeladen und jetzt greift der ganz normale Electronic Reporting Batch Job drauf zu und würde das dann importieren. Bei Importfehlern natürlich würden die entsprechend in diese Fehler, in diesen Fehlerordner reingestellt. Fertiggestellte Imports, die laufen hier rein. Gut, das ist schon mal eine gute Sache. Eine zweite gute Sache ist auch noch, dass man hier über diese Importmaske auch noch einen File-Status hat. Das heißt, man bekommt hier, lass mal refreshen, einen aktuellen Status, wo sich das File befindet. Das heißt, das ist jetzt ready für Import und er importiert jetzt hier
Jetzt aktualisieren wir das nochmal. Das sieht man dann, okay, es wurde imported, es wurde dann verschoben in einen anderen Ordner und aus dem ursprünglichen Ordner wurde es gelöscht. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen auf unsere zwei Projekte, dann können wir hier diese kleine App zumachen und wir können jetzt hier auf die Work Breakdown Structure, auf die erste gehen und wenn man das ausklappt, dann sieht man, okay, hier wurden diese Zeilen importiert. Jetzt zum Beispiel dieses Projekt 2, Task Y und hier natürlich auch die zugehörigen ja, Stunden, Ausgaben, Artikel, Transaktionen und so weiter. Ja. Und wenn man auf das zweite Projekt geht, ich glaube, das war das 80er, dann sollte jetzt hier auch was drin sein. Und man sieht jetzt auch hier wurden die Zeilen importiert, zusammen mit diesen Unterpositionen. Ja. Gut, das war es im Prinzip für diese erste Demo. Und das, was ich jetzt hier ja, dargestellt habe, jetzt sage ich mal für Projekte, das kann man auch machen für andere Transaktionen. Das heißt, wenn ihr mögt, dann könnt ihr da auch Bestellungen, Sales Orders oder alle andere Arten von Daten importieren, wenn das Sinn macht. Es macht nicht immer Sinn, ja, weil manchmal ist man einfach schneller, man gibt einfach direkt was ein. Aber wenn man jetzt regelmäßig irgendwas importieren mag, es gibt vielleicht keine Entität, dann kann man sich das so zusammenstellen. Und wie gesagt, man braucht keinen Entwickler dafür, aber man muss sich schon ein bisschen durch das System fuchsen, denn dieses Modell aufzubauen, das ist nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn man die Tabellenbeziehungen nicht immer kennt. Also am Anfang ist das immer ein bisschen schwierig, aber nach einer Zeit kommt man da rein. Und ja, ich glaube, da kann man eigentlich ganz gute Lösungen bauen. Gut, das war jetzt das erste Beispiel. Gehen wir nochmal zurück auf die PowerPoint, da habe ich das nochmal aufgeschrieben. Ich gehe jetzt nicht durch die Folien durch, die kriegt ihr noch zur Verfügung gestellt. Ja. Gehen wir jetzt lieber auf das zweite Beispiel. Und was ich euch hier zeigen möchte, ist eine Rechnungsarbeitsliste. Was ist das eigentlich? Ja. Und zwar, wir haben jetzt hier ein Prozess aufgezeigt, der beginnt links oben mit dem Projektplan oder dieser Work Breakdown Structure. So, wenn wir den eingestellt haben, dann arbeiten wir auf unserem Projekt und dann machen wir irgendwann unsere Rechnung. Und wie läuft das? Na gut, wir haben jetzt hier so eine Work Breakdown Structure, ja, ganz detailliert mit Aktivitäten, mit Kategorien aufgelistet. Ja. Wenn man dann unsere ja, Ausgaben erfassen, unsere Stunden erfassen, dann machen wir das auch ganz detailliert. Hier zum Beispiel mit Aktivitätsnummer, dann sieht man hier eine Projekt-ID, man sieht hier eine Kategorie. Ja, also wir erfassen das wirklich ganz detailliert und wenn man dann hergeht und schreibt die Rechnung, dann schaut die irgendwie ziemlich ja, hemdsärmlich aus. Also man hat in der Standardrechnung nicht wirklich einen Bezug, ja, an was wurde denn gearbeitet. Ja. Man sieht nicht, zu welcher Aktivität gehört das. Man sieht auch nicht, ja, von unserem Budget, das der Kunde ursprünglich mal hatte. Also in unserem Beispiel waren das so 25.000. Ja, was ist denn da überhaupt noch übrig? Ja, und wie viel können wir denn überhaupt noch, ich sag mal, verbraten? Ja? Und deswegen habe ich gesagt, okay, ja, hier machen wir auch einen Electronic Report, beziehungsweise wir erweitern den. Ja, und das zeige ich euch auch mal kurz am System. Da geht das ein bisschen einfacher und schneller. Ja. So, jetzt müsste man mein System wieder sehen. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist einfach, wie man die Standard-Projektrechnung jetzt erweitern kann. Ja. So, und das mache ich einfach, indem ich hier auf das Invoice-Modell gehe. Und da sieht man schon, hier habe ich ein Invoice-Modell LAE gemacht. Ja, einfach um das nicht von Microsoft zu zerstören, das kann man eigentlich auch gar nicht. Ja. Hier gibt es immer einen Configuration Provider, der mit dran hängt und der verhindert, dass man das, ja, was Microsoft ausliefert, zerstören kann. Und hier habe ich jetzt drei Sachen reingebaut. Ja. Gehen wir hier auf den Designer. Genau so, und jetzt müssen wir unsere Projektrechnung suchen, denn dieses Invoice-Modell, das sieht man schon, das wird nicht nur für Projektrechnungen benutzt, sondern für eine ganze Reihe von Rechnungen. Ja, wir sind jetzt aber hier so in dem Knoten, Projekt Invoice. Und damit ich mein Zeugs auch immer finde,
mache ich da immer hier ein LAE davor. Und was habe ich jetzt hier gesagt? Genau das gleiche wie zuvor. Ich habe gesagt, okay, hier gibt es eine Aktivitätsliste. Und da sage ich dem System, okay, was möchte ich denn aus dem System diesmal rausgezogen haben? Ja? Ich brauche hier zum Beispiel eine Aktivität, einen Namen, eine Kategorie, eine Menge, einen Betrag und so weiter. Ja? Einfach von den Aktivitäten, das heißt von den Arbeiten her, die ich leiste. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt aber mehr. Und zwar, ich mag ja auch noch vergleichen, wie viel von meinem Budget ist denn überhaupt noch übrig. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, von meinem Budget, da brauche ich die Aktivitätsnummer, die Projekt-ID, den Namen. Dann brauche ich, was ist denn insgesamt schon verbraucht, also was ist denn unser Actual Expense und welches Budget haben wir denn überhaupt? Und dann habe ich gesagt, okay, das wäre jetzt eigentlich das letzte Beispiel. Ich mag eigentlich auch noch, wenn ich jetzt so Hotelbelege habe oder Reisekosten, dann mag ich auch noch an die Rechnung so einen Anhang machen. Und da habe ich gesagt, okay, da für die Rechnung, da brauche ich jetzt zum Beispiel einen File-Namen, einen Container. Ich könnte jetzt auch noch die Ausgabenart, den Ausgabentyp, die Belegnummer und so weiter dranhängen. Aber das, da habe ich gesagt, okay, das brauche ich jetzt nicht, um es so einfach zu halten, wie es nur irgendwie geht. Ja? Wichtig an der Stelle mit Dokumenten anhängen ist einfach nur, dass ihr hier einen Container ja, generieren müsst als Element. Das sieht man hier nochmal. Gut, also hier haben wir, wie gesagt, wieder unser Modell. Das war der Schritt 1. Schritt 2 ist dann, wir brauchen ein Model Mapping. Und das müssen wir auch erweitern. Und für die Projektrechnung gibt es ein eigenes Model Mapping hier von Microsoft. Und das habe ich natürlich angepasst. Hier habe ich mal gesagt, LAE. Und schauen wir uns das mal kurz an, wie das hier funktioniert. Jetzt gehen wir mal hier rein. Oh, sorry, da war ich jetzt auf dem falschen Knoten. Das war jetzt nicht ganz richtig. Neues Model, das war das Excel-Ausgabe. Ich hätte hier drauf gehen müssen, auf das Model Mapping LAE. Genau, jetzt sind wir richtig. So, das sollte jetzt hoffentlich gleich aufgehen. Genau, so, jetzt sieht man eigentlich das, was Microsoft ausliefert. Ja, da sind hier schon ganz viele Funktionen drin und ich habe das ein bisschen erweitert mit all dem, wo LAE davor steht. Ja, alles andere kommt von Microsoft. Und was ich jetzt gesagt habe, ist, okay, auf der rechten Seite ist mein Datenmodell, also quasi das, was ich, Entschuldigung, ausgeben möchte. Und das sieht man jetzt hier, diese drei Elemente mit der Aktivitätenliste, mit dem Budgetdaten und mit dem Attachment. Ja, und jetzt ist die Frage, wie fülle ich dann diese Felder, die ich dann später ausgeben will. Naja, und das ist ja, nicht so kompliziert. Man muss einfach nur wissen, wo stehen denn die Daten drin. Ja. Und die Daten für die Projektkosten, das was in die Invoice läuft, die stehen alle in dieser Project Invoice Tabelle, beziehungsweise sind das verschiedene Tabellen. Also es gibt eine Kosttabelle, eine für Employee, ja, also für die Stunden, dann für die Items und On-Account und Revenue, also für die Gebühren. Ja, das sind einfach 5 Tabellen. Ja. Da stehen die ganzen Daten drin. Und damit man das Ganze auch gut rauskriegt, bin ich einfach hergegangen und habe gesagt, okay, ich gruppiere das einfach ein bisschen und fasse das zusammen, dass wir hier keine 5 Tabellen irgendwie haben, sondern dass wir das gruppieren. Und das wird dann hiermit entsprechend verknüpft. Das sieht man hier, gibt es 2 Filter, ja, wo ich einfach nochmal die Datensätze ein bisschen eingeschränkt habe, wo ich sage, okay, ich filter jetzt nur auf aktuelle Aktivitäten, um einfach die Anzahl der Datensätze, die wir hier abfragen, klein zu halten. Ja. Gut, und das Gleiche mache ich im Prinzip mit den Budgetdaten. Ja, dafür gibt es andere Tabellen, diese PSA Activity Estimate Tables, die filter ich auch und gruppiere die, also fasse die quasi zusammen. Ja. Damit wir hier eine schöne Ausgabe haben. Gut, auch das ist hier ein einfacher Schritt. Und dann kommt der dritte Schritt. Da geht es darum, okay, ich mag das Ganze jetzt natürlich auch entweder auf Papier oder in Excel-Form oder in Dateiform ausgeben. Und da gibt es von Microsoft diese Projektrechnung. Ja, da steht jetzt
das drin, was wir im Prinzip gesehen haben. Im Prinzip unsere Rechnungsdaten gruppiert nach Stunden, nach Kategorie, vielleicht ein bisschen klassifiziert, ja, aber mehr steht da nicht drin. So, und jetzt herzugehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier bestimmte Aktivitäten, an denen ich gearbeitet habe. Die mag ich aufzeichnen. Ich mag jetzt zeigen, wie viel von unserem Budget ist noch da. Da bin ich einfach hergegangen und habe gesagt, okay, ich kopiere mir das Teil hier. Ich nehme einfach die Rechnung, so wie sie ist. Ja, und hänge da an LAE hinten dran. Und im Designer gehe ich dann her und baue das hier ein bisschen um. Das ist hier im Prinzip das Excel-Template, das von Microsoft kommt. Ich habe da einfach ein paar Sachen rausgelöscht und dann mein eigenes Template gemacht. Das können wir uns mal betrachten, wie das hier ausschaut. So, und wenn man das öffnet, dann habe ich im Prinzip den Rechnungskopf gelassen. So. Und nur im unteren Bereich, wo die Rechnungsdetails sind, also das ist hier der Rechnungskopf, der ist identisch. Hier unten habe ich dann eine Worklist eingefügt. Ich kann das nochmal ein bisschen größer machen. Das ist im Prinzip wieder eine Tabelle. Die gibt mir jetzt den Tasknamen, die Kategorie, die Ressource, die Menge und ja, was es denn kostet. Ja, das ist quasi, was ich aktuell bearbeite. Und dann habe ich einen Vergleich noch hier unten zum Budget. Ja, hier habe ich im Prinzip den Budget-Amount, Entschuldigung, aktuell Budget und dann eine Differenz. Ja, und hier unten wird dann das Ganze aufsummiert. Gut, und damit man das natürlich dann auch ausgeben kann, fehlt jetzt noch ein letzter Schritt. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Modell. Wir haben unser Modell fertig gemacht. Wir haben unser Model Mapping. Wir haben unsere Ausgabedatei hier fertig gemacht und eine eigene noch für die Dokumentenanhänge. Ja. Und um das jetzt ausgeben zu können, muss man in das Projektmodul und zwar in das Form Setup. Ich versuche das mal zu zeigen. Und zwar ist das ganz rechts. Hier gibt es das Form Setup. Das habe ich vorhin noch nicht aufgemacht. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, weil ich die Maschine erst gestartet habe. Hier wird im Prinzip die ganze Druckeinstellung gesteuert von den Projektrechnungen. Und ich habe jetzt einfach mal für unser Beispiel die einfachste Projektrechnung genommen, also die ohne irgendwelche Billing Rules, also eine ganz einfache Rechnung, wo man Stunden, Transaktionen und so weiter erfasst, ja, und dann abrechnet. Das sieht man dann hier. Dann gibt es hier von Microsoft einmal die Standardrechnung, die ist hiermit verknüpft. Das ist hier diese Excel-Form. Ja. Dann gibt es hier entsprechend das, was ich hier als Invoice Excel angegeben habe, das ist jetzt unser Dokumentenanhang mit dieser Aktivitätenliste und dem Actual Budget Vergleich. Und dann gibt es noch eine dritte Liste. Das sind jetzt die Dokumentenanhänge. Das habe ich noch nicht gezeigt. Die wird auch noch mit ausgegeben. Schauen wir uns vielleicht noch kurz diese Dokumentenanhänge mit an. Wie das hier funktioniert. Das ist im Prinzip auch ganz einfach. So, gehen wir nochmal in das Invoice-Modell und dann auf die Projektrechnung. Hier habe ich im Prinzip wieder die Projektrechnung mir angehängt und im Designer gibt es jetzt hier so eine Tabelle mit dem Filenamen und dem Attachment. Ja, und dieses Attachment wird dann entsprechend mit einem gefilterten Element hier aus dem Modell verknüpft. Ja, das heißt, das hier ist mein Modell. Da unten steht irgendwo LRE drinnen. Hier ist unser Attachment. Und da ich nur ein spezielles Attachment für eine ganz bestimmte Rechnung mag, wird das hier oben nochmal gefiltert und dann damit verknüpft. Ja? Also ist auch ganz einfach, ja, wie man das hier umsetzen kann. Und wie gesagt, muss man das auch hier im Printmanagement hinterlegen. So, jetzt schauen wir uns das mal an, wie das Ganze funktioniert. Ja, das heißt, ich gehe jetzt mal hier zurück in unser Projekt. Nehmen wir mal das, was wir vorhin angelegt haben und erfassen mal ein paar Transaktionen. Schauen wir mal, ob das Richtige ist. Mit diesen knapp 25.000 war das, glaube ich. Genau, so, da haben wir 25.000 Euro, hat der Kunde freigegeben, das darf er verbraten. Und das möchte er dann natürlich später auf den Rechnungen sehen.
wenn er entsprechend Rechnungen bekommt. Damit wir jetzt hier entsprechend Transaktionen erfassen können, muss ich natürlich den Projektstatus hier entsprechend ändern. Und jetzt sind wir einfach so weit, wo man sagen kann, okay, jetzt erfasse ich mal ein paar Stunden. Ja, ich mache das jetzt hier über ein Stundenjournal. Das ist für mich das Einfachste, weil da gibt es keinen Workflow. Ich kann jetzt hier einfach meine Aktivitäten erfassen. Sagen wir mal hier die Aufgabe B. Das macht ein Entwickler. Da können wir sagen, das ist ein Software-Developer. Stundenentwicklung. Und wir sagen mal, das sind ja 5 Stunden, die sind verrechenbar. Und was ich immer mache, ich mag diese amerikanischen Steuern, die mag ich rausnehmen. Gut, jetzt haben wir hier eine erste Zeile mit Stunden. Nehmen wir vielleicht noch eine zweite Zeile mit dazu. Jetzt vielleicht für die erste Aufgabe. Dann machen wir jetzt was als Projektmanager. BM-Stunden. Das sagen wir mal, da brauchen wir 1 Stunde. Die verrechnen wir auch. Und nehmen wir wieder diese Sales Text Group raus. So, und jetzt merken wir uns vielleicht mal diese Aktivitätsnummern, die wir dann nachher hoffentlich auf der Rechnung sehen. So, das ist jetzt gebucht. Und der nächste Schritt ist jetzt ganz einfach, dass man hergeht und sagt, okay, ich mache jetzt meinen Projektrechnungsvorschlag. Wir wählen jetzt hier unsere Stunden aus. Das sind jetzt 2 Zeilen mit 1200 Dollar. So, die werden mir jetzt hier nochmal angezeigt. Hier unten sehe ich die Transaktionen, hier mit der Aktivitätsnummer. Und wenn wir jetzt das Ganze buchen und auch gleich drucken lassen, das machen diese Parameter hier, dann bekommen wir jetzt 3 Belege. Der erste Beleg, das ist jetzt die ganz normale Standard-Projektrechnung, so wie die Microsoft ausgibt. Das ist jetzt hier gleich ein Excel-File. Das könnte aber auch in einem PDF konvertiert werden, genau wie alle anderen Belege, die jetzt hier rauskommen. Ja. Der zweite Beleg, der jetzt hier rauskommen sollte, das ist jetzt die, ja, ich sag mal, modifizierte Rechnung, wo wir quasi nochmal unsere Aktivitäten aufgelistet sehen und dann Actual Budget Vergleich haben. Und der dritte Beleg, der rauskommen sollte, ist dann das Document Attachment. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht, weil wir haben keine Ausgaben erfasst. Ja. Und das sollten wir dann sehen, wenn irgendwelche Rechnungskopien ja, beigefügt oder angehängt werden. Ja. Gut, das dauert jetzt hier eine Sekunde. Meine Maschine ist ein bisschen langsam für heute. Aber warten wir noch so lange. Jetzt tut sich hier was und die Belege werden geöffnet. So, und jetzt sehen wir hier, wurden im Prinzip 3 Sachen hier geöffnet. Einmal hier, das ist das hier. Hier ist eine Excel-Tabelle mit ohne Anhang. Das machen wir gleich wieder zu. Das ist nicht so interessant. Das zweite, was wir uns anschauen, ist jetzt vielleicht mal die Rechnung. Und ich zoome da mal rein, damit man das auch besser lesen kann. Das ist jetzt die Standardrechnung, die wir haben. Und man sieht hier, okay, wir haben an Stunden gearbeitet. Ja, 5 Stunden Application Development und 1 Stunde für Projektleitung. Ja, insgesamt 1200 Stunden, aber ich weiß jetzt nicht, für welche Aktivität wurden das geleistet? Oder wie viel ist denn insgesamt für mein Budget noch da? Ja, und dafür gibt es jetzt, machen wir das mal zu, diesen anderen Beleg. Ja, der ist jetzt nicht der schönste, aber viel besser bin ich hier nicht im Designen. Da gibt es Leute, die können das besser. Und ich zoome das jetzt mal rein. Dann sieht man jetzt hier sind unsere Aktivitäten aufgelistet. 1901 und 9600, Aufgabe A und B, dann die Ressource, die Stunden und das, was wir verbraucht haben. Ja, das ist jetzt aktuell. Und dann sieht man hier unten dran die Aufgabe A und B und das, was quasi hier verbraucht wurde, 1200 Dollar, das war unser Gesamtbudget und der Kunde hat dann noch 24.400 sozusagen frei, die er verbraten kann. Gut, jetzt gehen wir mal her und machen das Ganze weiter. Und zwar erfassen wir jetzt mal hier für dieses Projekt ein paar Ausgaben. Das heißt, ich gehe jetzt wieder her, mache das jetzt hier über ein Journal. Man könnte das Ganze auch über das Expense-Modul machen.
Ja, für mich ist das jetzt einfacher und schneller hier zu tun. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, erfasse jetzt eine andere Aktivitätsnummer, nehmen wir mal die 9603. Das sind jetzt irgendwelche Reisekosten. Dann nehmen wir jetzt mal den Wendy. Wendy, ich glaube, das ist eine Frau, also Wendy. Dann haben wir hier eine Beschreibung, sagen wir Hotel für 80 Dollar. Das Ganze ist dann natürlich billable. Ja, und ich schaue dann immer drauf, dass wir immer diese amerikanischen Steuern raus haben. So. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich hänge jetzt hier einen Rechnungsanhang dran. Und das wäre jetzt ein Bildchen, das ich quasi hier hochlade. So, dann nehme ich dann mal schauen, ob ich da hier das Bildchen finden kann. Unter den Pictures. Nehmen wir das daher. Das soll jetzt meinen Beleg darstellen. Ist jetzt natürlich kein Beleg, sondern hier einfach ein Bildchen, das ich hier hinten angehängt habe. Und man sieht das. Ja, das ist anhand dieses Knopfs hier. Und jetzt machen wir noch hier eine zweite Aktivität. Sagen wir, die Nummer ist 19606. Und da sagen wir hier, das wären vielleicht irgendwelche Taxikosten. Jetzt nehmen wir mal hier eine andere Person und sagen das jetzt hier. Also mit Taxi für 20 Dollar. Das verkaufen wir für 23. Auch hier machen wir wieder die Steuer raus und speichern das. Ja. Und jetzt hängen wir hier auch noch einen zweiten Beleg an. Das mal wieder weg. Und da wählen wir jetzt auch wieder einen Pfeil aus. Und zwar nehmen wir jetzt hier einfach irgendein Bildchen. Das soll jetzt auch unseren Taxibeleg im Prinzip darstellen. Ja. Gut, das war es jetzt soweit mit den Rechnungserfassungen. Jetzt buchen wir das einfach. Ja. Und schreiben dann noch die entsprechende Rechnung dazu. So, also alle Kosten sind erfasst. Der letzte Schritt ist jetzt quasi noch, den Rechnungsvorschlag zu erfassen. Jetzt haben wir hier nur Expenses. Gehen hier kurz rein. So, und dann sollten wir hier sehen, okay, hier haben wir jetzt unsere Taxi- und unsere Reisekosten. Die berechnen wir einfach und drucken jetzt wieder die drei Belege. Ja, und auch jetzt hier sollten wieder einmal Rechnungen, einmal Dokumentenanhang und einmal dann diese Aktivitätenliste rauskommen, die uns dann sozusagen einen Überblick geben. Ja, was ist denn verbraten? Was haben wir denn an Belegen, die wir dem Kunden vielleicht weiterreichen? Ja, und wie schaut denn die normale Rechnung aus? Und wie gesagt, kann man das Ganze auch als PDF konvertieren. Ja, vielleicht wer das noch nicht gesehen hat, das kann ich nochmal kurz zeigen, solange wie das hier druckt. Und zwar, wenn man jetzt hier im Electronic Reporting Workspace ist, dann kann man ein Ausgabeformat definieren. Ja. Das heißt, die Definition findet hier statt. Die Ausgabe selbst findet hier über die Electronic Reporting Destination statt. Jetzt hat mir das Excel dazwischen gespielt. Gehen wir nochmal zurück auf unsere Einstellungen. Genau, also wie gesagt, gibt es hier die Destination. Da ist jetzt nichts eingestellt. Ja, aber hier könnte man jetzt sagen, okay, einen bestimmten Bericht, den ich hier habe, den gibt man aus. Und wichtig an der Stelle ist eben dieser kleine Button. Ja, man kann das entsprechend in ein PDF umwandeln lassen und hat dann verschiedene Settings, wo man dann das Ganze per E-Mail übermitteln kann, wo man dann ja, das Ganze auf SharePoint stellen kann und verteilen kann, wie auch immer. Ja? Also es muss jetzt nicht ein Excel-File sein, wie man das jetzt bei mir hier sieht in der Demo. Aber schauen wir uns die jetzt trotzdem nochmal an. Gut, jetzt hier die normale Rechnung, also hier der Taxibeleg für 23 und das Hotel für 92, das wir berechnen. Das heißt, wir haben jetzt hier 115 Dollar verbraten vom Kundenbudget. Machen wir das mal zu. Dann sehen wir jetzt hier unsere Anhänge. Das ist jetzt in der Tabellenform. Ja, man könnte das auch anders da anfügen, ja, dass man das nicht in der Tabelle hat, sondern einzelne Anhänge dran fügt. Für mich ist das jetzt am einfachsten gewesen. Ja, ist jetzt nicht perfekt, weil das verzerrt einfach hier ein bisschen die Größe. Ja.
Ist nicht ideal, aber man kann das auch anders da gestalten. Und jetzt hier nochmal unser kleines Aktivitätenbeispiel und hier ein kleiner Hinweis noch. Zoomen wir hier noch ein bisschen ein. Man sieht jetzt hier, das ist noch ein bisschen größer, im oberen Bereich sieht man jetzt nur für diese einzelne Rechnung, was wir hier aufgestellt haben. Ja, also quasi unsere 115. Ja, das ist jetzt der Betrag. Man sieht hier auch die Aktivitäten. Ja. Im unteren Bereich müssen wir jetzt aber hergehen und sagen, okay, wir hatten ja schon eine erste Rechnung über 1200. Ja, da haben wir schon Geld sozusagen verbraten, die 1200. Ja. Und die müssen wir natürlich jetzt hier in dieser unteren Auswertung mit berücksichtigen. Das heißt, insgesamt wurden jetzt uns 115 Euro oder Dollar hier in diesen Aktivitäten verbraten und die 1200 schon aus dem vorherigen. Das heißt, insgesamt von unserem Gesamtbudget wurde das verbraucht und 24.000 sind noch quasi übrig und die kann der Kunde sozusagen dann noch für andere Aktivitäten nutzen oder da können wir noch am Projekt arbeiten. Gut, das war es jetzt im Prinzip, was ich euch zeigen wollte. Ich habe das nochmal hier auf Folien aufgeschrieben. Die kann ich mit euch teilen, aber das haben wir im Prinzip jetzt schon gesehen. Das heißt, da gehe ich jetzt mal drüber. So, also jetzt noch eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir hier gesehen haben. Also, das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, wie man bestimmte Sachen, die man früher bei Anpassungen machen musste, jetzt hier über diese Konfiguration machen kann. Ja, ich sage explizit kann, denn das, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist natürlich vielleicht nicht das schönste Layout. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt für Kunden geeignet, die Rechnungen oder Belege, sag ich mal, auf den Millimeter genau designt haben möchten. Aber für Kunden, sage ich mal, die jetzt einfache Belege haben, die vorher quasi nichts hatten, ja, und sich jetzt eine große Investition in Sonderlösungen, in Add-ons sparen möchten, ist das vielleicht eine Alternative. Ja? Es ist relativ einfach umsetzbar, ohne dass man da jetzt groß entwickeln muss. Gut. Kurze Fragen, gehen wir nochmal in den Chat. Irgendwas kam da noch kurz. Was bedeutet im Model Mapping Direction to Model to? Okay, gut. Versuche das nochmal kurz zu erklären. Und zwar gehen wir mal zurück auf unser Electronic Reporting. Und zwar das Electronic Reporting, das kann man ja auf zweierlei Arten und Weisen benutzen. Das, was wir uns jetzt betrachtet haben im letzten Schritt, war ja quasi im Prinzip Belege oder Daten aus dem System herausziehen. Ja? Dafür sind wir hier im Invoice Model, muss ich jetzt mal schauen, und zwar auf dem Model Mapping. Gehen wir jetzt mal hier in den Designer. Das sieht man jetzt hier, To Model. Ja? Das ist jetzt ein blöder Begriff, aber bedeutet im Prinzip, dass man aus dem System Daten rausholt. Also ich nehme was und mache da draußen einen Beleg, ja, oder eine Datei, die ich irgendwo ablege. Also ich ziehe irgendwas raus. Das Beispiel, das wir uns vorher angesehen haben, mit dieser Work Breakdown Structure, das hatte jetzt da hier im Designer to Destination. Das heißt, wir geben Daten von außen nach Dynamics und importieren das. Ja, das kann jetzt hier eine Work Breakdown Structure sein, das kann jetzt eine Sales Order sein, das kann ein Kurs sein, eine Währung oder was auch immer, was ich importieren will. Und das ist so der Unterschied. Kann man Electronic Reporting schon produktiv für Dokumente verwenden? Ja, also das wird von Microsoft bereitgestellt. Was man natürlich hat, ist, Microsoft liefert die halt so aus. Mit dieser Welle hier, ja, das ist jetzt nicht unbedingt schön. Man steht halt da im Deutschen da, also man kriegt das so wie früher die SSRS-Reports ausgeliefert, mit den richtigen Übersetzungen, mit den schönen, also mit den Feldern. Ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt Corporate Design. Ja, das heißt, da ist jetzt kein Logo von einer bestimmten Firma drin. Ja, das ist halt einfach dieses Standard-Template, die hiermit ausgeliefert werden. Und man kann die nutzen. Ja. Hier die nächste Frage. Hast du das schon für einen Kunden gemacht? Ja,
Wir sind gerade dabei, das für einen Kunden zu implementieren. Der kommt quasi aus einer Nicht-Dynamics, also nicht aus einem Umfeld, die vorher schon AX eingesetzt haben, die haben auch kein SAP gehabt, sondern eine Reihe von verschiedenen Systemen, ja, wo sie ihre Rechnungen ja aus dem System dann in Zwischensysteme gespeichert haben und dann in Word konvertiert haben und das dann an den Kunden geschickt haben. Für solche Kunden ist das natürlich ideal. Ja, da kann man hier vielleicht das Hintergrundbildchen austauschen, dann ein kleines Logo hinterlegen, dann vielleicht hier noch irgendwie ein bisschen was umschieben und dann ist das gut. Ja. Wenn man jetzt aber, ich sag mal, zu BMW geht, ja, dann wird das mit Sicherheit nicht reichen, denn die wollen wahrscheinlich ganz genau ihre Rechnungen so designt haben, damit das auch ihren Corporate Identity entspricht, dass das genau auf den Millimeter passt. Dafür sind diese Dokumente nicht gedacht. Ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn man wirklich hier ganz detailliert ins Design gehen will oder muss, dann ist man besser aufgehoben mit Speziallösungen, ja, wie zum Beispiel Docs 42, was wir die Woche schon gesehen haben, mit Entwicklungen von SSRS-Reports, weil man da einfach tiefer in der Entwicklung ist und man viel, viel mehr machen kann als mit diesen Electronic Reports. Ja? Also hier muss man einfach abwägen, ja? Wie viel muss man anpassen, und reicht vielleicht was Einfaches, weil das sind die Electronic Reports, das ist was Einfaches. Ja? Gut, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht nur für Dokumente gedacht, man kann damit auch, ja, ich sag mal, das System ein bisschen anders da nutzen, um zum Beispiel Sachen zu importieren. Gut, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja. Gut, dann jetzt zum Schluss noch. Oh, Moment, jetzt die wichtige Folie. Genau, der Gewinner. Der Gewinner oder die Gewinnerin. Wir haben einen Gewinner, eine Gewinnerin eigentlich. Und zwar ist die auch gerade hier mit dem Call. Jetzt muss ich auf die nächste Folie. Und das klappt jetzt nicht. Das ist die Stefanie. Herzlichen Glückwunsch. Yippie! Du kriegst von Fuchs 42 eine E-Mail. Vielleicht hast du die schon bekommen. Und dann ist diesen Lego-Bausatz. Kannst du uns mal ein Foto schicken, wenn du dann damit fertig geworden bist? Und wie lange das gedauert hat. Das ist auch wichtig. Ich hoffe, das macht Spaß, das Zeug zusammenzubauen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Super Sache. Gut, sind wir jetzt im Prinzip am Ende dieser Woche. Ich habe euch hier nochmal die ganzen Speaker aufgezählt. War, ja, ich glaube, eine anstrengende Woche. Aber hey, das so lange durchgehalten. Ich wünsche mir, dass wir das nächstes Jahr nochmal machen. Dann vielleicht auch mit anderen Speakern, mit mehr Leuten. Ja, es gibt ja noch jede Menge an Kollegen. Nicht nur Männer. Ja, wir haben ganz viele aus der Männerfraktion, sondern auch ganz viele Damen, die mächtig was auf dem Kasten haben, auch was beitragen können. Das würde ich mir wünschen, nächstes Jahr, dass wir hier unseren Frauenanteil auch noch ein bisschen erhöhen. Nicht nur über die Gleichung. So, dann ein paar Hinweise noch, wer es sich noch gibt, weitere Informationen zu den Gruppen. Noch mal aufgeschrieben. Und ja, wie gesagt, das sind einfach noch mal so ein paar Hinweise. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Es war eine anstrengende Woche. Gesagt, wer jetzt die Zeit hatte, Referenten kontaktieren. Damit würde ich es auch gerne für heute belassen. Ja. So ganz, ganz vielen Dank. Ich gehe jetzt nicht mehr durch die ganzen Sachen, Chats durch.
Für heute war das, glaube ich, genug. Aber es gibt ein Jahr 2021, tatsächlich ganz fest davon. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Also, vielen lieben Dank und dann schönen Abend noch, tolles Wochenende. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Jetzt muss ich die Aufzeichnung anhalten. Sonst.